It is natural to die. Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. So, letztes Mal waren wir hier stehen geblieben, also nicht ganz hier, aber ungefähr hier, aber es ist nichts passiert. Ich bin halt hier einfach gespawnt, keine Ahnung warum, aber ist ja eigentlich auch egal. Ich habe nicht weitergespielt. Wir müssen da jetzt hin, ich weiß nicht mehr genau, was muss man da nochmal machen? Schnellreisestation, ach, das ist ja cool. Schnellreisestation. Ja, dann reisen wir da mal schnell hin, ne? Aber wie? Wie reisen wir da hin? Schnellreisestation. Ach, ich glaube... Ah, okay. Wir können so nicht reisen. Wir müssen irgend so eine andere Schnellreise entdecken und dann kommen wir dort nämlich raus. Okay, dann laufen wir da jetzt einfach mal hin. So. Ja. Okay. Ich weiß nicht mehr, werden wir noch gesucht? Ich habe keine Ahnung, was. Okay, wir sind noch gesucht. Okay. Oh, scheiße. Das könnte er sein. Leju, du bist erledigt. La la la. Gehen wir mal da hoch. Vielleicht findet er uns nicht mehr. Okay, dann kämpfen wir halt jetzt. Aber wir haben immer noch kein Messer, ne? Scheiße, das ist nicht gut. Schlagen wir ihm halt. Okay, keine gute Idee. Okay, das ist jetzt keine gute Idee. Ich renne jetzt lieber hier hoch. Oh, und da kommt sogar einer von oben. Wie dumm ist das jetzt? Verdammt, hallo. Oh, nee. Schnell hoch. Scheiße, wir haben... Das ist scheiße. Voll vergessen, dass wir gar kein Messer mehr haben. Also Schwert. Aber was soll's. Vielleicht können wir gerade abhauen. Wegen meiner Stimme, ich bin ein klein bisschen erkältet. Hört man vielleicht. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Runter, sofort. Bogenschützen, na, das ist nicht so gut. Oh, hier darf ich nicht rein, sonst bin ich desynchronisiert. So, ich glaube, wir sind entkommen. Perfekt. Also, ah, stimmt, wir müssen jetzt zum Leonardo, ne? Genau, Leonardo ist es. Hier können wir noch kurz dieses Ding ab. Aber, hoppala! Okay, gehen wir kurz hier hoch, erkunden wir das noch schnell. Dann ist es auch erledigt. Ja, ist viel passiert letztes Mal, ne? Wir wurden verraten. Jetzt müssen wir aufdecken, was hier abgeht. Okay, wir müssen da runter, ne? Zu Leonardos Haus, das war ja hier. Keine Wache da gerade. Oh. Entschuldigung. Bitte lasst mich euch Platz. Entschuldigung. Klopf, klopf. Oh, Ezio Auditore. Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren. Sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm. Hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo,
Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden Dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Ja, versteckte Klinge. Perfekt. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Okay, wird er auch gesucht? Man weiß es nicht. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Helfen wir ihnen? Wir müssen wir helfen ihnen, komm. Was ist nun? Zack. Geile Klingel, ne? Richtig gut. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Okay. Wie nehme ich den jetzt? Das ist eine gute Frage, ne? Über eine Leiche drücke. Über der Leiche. Ja. Geht aber nicht. Okay. Muss jetzt außen rum oder was? Ach du Scheiße. Ernsthaft jetzt? Ach, hier rein, okay. Perfekt. Dort drüben. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Okay. Ass im Ärmel, perfekt. Das können wir gebrauchen, so. Aber, mal schauen jetzt mal kurz. Wo gibt's denn sowas? Da könnte sowas sein, ne? Da ist eine Codex-Seite. Aber wir gehen jetzt mal wieder dahin, ne? Schauen wir mal, was weitergeht hier. Oh, toll. Scheiße, scheiße, scheiße. Keine gute Idee, mit durch die Stadt zu rennen, aber man kennt mich ja. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Mist, es schnell!
Ja, er ist schnell. Und er fliegt nach ganz unten. Das ist natürlich nicht so cool. Ich glaube, sie sind weg, oder? Ja, sie sind weg. Perfekt. Geh mal darüber und dann würde ich sagen, darüber. Und da rein. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. So, Kunstausstellung in Santa Croce. Okay, wir finden Rache nehmen. Alles klar. Okay, es scheint nicht lange, nicht weit weg sein, nicht weit weg zu sein. Das heißt, wir werden ihn jetzt umbringen. Mit unserer schönen neuen versteckten Klinge. Und wir haben nur die Klinge, ne? Was haben wir hier noch? Geld werfen und so, ne? Für Bettler. Alles klar. R2, okay. Oh, da oben ist einer. Runter hier! Bin schon weg. Ah, da unten, okay. Das sind Wachen. Gucken, ob wir von oben rein können. Ja. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Okay. Umberto folgen. Jetzt mal gucken hier. Das könnte jetzt lustig werden. Hier sind überall Wachen. Salute! Scheiße. Kommen wir hier hoch? Nein. Kommen wir hier hoch? Nein. Kommen wir hier sonst irgendwo hoch? Nein. Scheiße. Untertauchen. Wie tauche ich unter? Ich muss mit irgendwelchen so Leuten muss ich hier mit. Aber ich will hier dazwischen. Darf ich? Danke. Perfekt. So erkennen die mich nicht, aber ich muss jetzt dann irgendwie da reinkommen da vorne, aber mal schauen, wie wir das hinbekommen, ne? Hier war noch ein Mediziner, aber das brauchen wir gerade nicht. Medizinische Hilfe. Medizin war hier unten, ne? Ah, okay. So, wie hau ich die Wachen um? Ich glaube, zwei kann ich aufs Mal gar nicht umhauen. Das funktioniert nämlich nicht. Wisst ihr was?
Kommt mit. Ich glaube, mit denen kann man auch ablenken und so. Hey, hallo! Hört mal her! Könnt ihr mir helfen? Ich bin ein Sozialist, ein kleines Problem. Ihr wisst, wo ich meine Probleme behandeln Sinn fühle. Perfekt, wir haben es geschafft. Sehr gut, wir sind drinne. Guten Abend, Gonfaloniere. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung. Du! War jetzt nicht die schöne englische Art, weil er hat uns eigentlich gesehen, aber egal. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Hä, warum sagst du Assassine? Ich bin ja eigentlich theoretisch noch gar keiner. Wenn du das hier überlebst, wird deine Häutung ein Vergnügen sein. Er hat einfach gemordet. Damit will ich nichts zu tun haben. Schnell weg hier. Tut mir nichts. Bitte. Der Rat hat die Ausschreibung einer neuen Gemeindehalle. Weg da! In der Nähe der Santa Maria Novella. Sicher nur ein Mist. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, geht weg hier, geht weg hier. Schnell nach oben. Da, los. Ich weiß, ich muss anonym werden. Die Frage ist nur, wo? Sehen? Ich will ihn haben. Haben Sie mich gesehen? Er muss hier sein. Wo bist du, Freundchen? Also, wo vielleicht noch in der Nähe. Bist du hier? Scheiße. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er? Da! Da! Mach den Weg. Schnell, renn weg. Jetzt. Jetzt glaube ich, jetzt ist es blau. Und bei blau sehen sie mich nicht. Oder war ich halt aus der Sicht von denen, dann kann ich mich verstecken. Hoffe ich zumindest. Suchst du hier vielleicht Unterschlupf? Er könnte hier. Scheiße! Ich kann ihn nicht sehen. Und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher habe ich. So, jetzt aber. Ich denke mal hier bin ich in Sicherheit. Ich habe Devotionalien hier, für die würde Gott einem untreuen und diebischen Mörder vergeben. Perfekt, okay. Dann gehen wir da jetzt hin. Aber ich muss mich gut verstecken. Ich komme nirgendwo hoch. Oh, das ist scheiße hier. Gehen wir da jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß gar nicht. Oh. Ich brauche unbedingt Leben. Oh, da oben ist einer. Wir können die Klinge noch nicht werfen. Das ist scheiße. Geh jetzt mal außen rum. Marke, was stimmt nicht? Wieso bin ich jetzt hier runtergeflogen, du? Das kann doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Dann gehen wir jetzt mal weiter hoch.
Okay, dann gehen wir wieder zu ihr. Perfekt. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Okay, dann machen wir das jetzt. Ein paar von den Sachen müssen wir machen. Das heißt, hier ist schon mal ein Steckbrief. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Wo sehe ich das? Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil Ach, von oben, Ezios Erinnerungen okay. ist oder nicht. So, schauen wir mal. Amtsperson umbringen. Ein Herold bestechen, okay. So will ich nicht enden! Was haben wir eigentlich in meinem Stecken? Ich verdrück mich besser. Ich bin nur zu Besuch. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. So. Damit will ich nichts zu tun haben. Der ist umgelegt. Ich wollte nur einen ruhigen Tag. Muss da halt ein Zivilist dran glauben? Hä? Steckbrief da oben, oder wie? Was macht ein Steckbrief da oben? Als ob da oben es jemand sieht? Okay. Bedeckt halten, alles klar. So, werden wir nicht mehr wirklich gesucht, aber wir müssen leise bleiben. Schon gut. Bitte tut mir nicht. Ich sagen, dann hauen wir jetzt erstmal mit unserer Familie hier ab, würde ich sagen. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Okay, akzeptieren.